Ach was, wer braucht schon ein Intro? So, wir sind hier bei einem neuen Projekt von mir, inspiriert von meinem Bro PD. Und zwar wird das hier ein Let's Play Pokémon Rubin Re-Up. Und ja, da er mich auf die Idee gebracht hat, ist es natürlich nur verständlich, wenn PD natürlich auch mitmacht. Und jetzt kannst du loslegen. Yeah, hier wieder PD mit Takoro Musashi zusammen, so der alten Zeiten zuliebe, weißt du? Oh ja, das muss endlich mal wieder sein. Jetzt, wo einigermaßen mal die Qualität auch geht, nicht so wie Oh ja. damals. Damals, ey, Ich erzählst du sag. einen Witz und 5 Minuten später lache ich einfach. Dieser, oh Gott, ey, dieser Feuerrotpart. Das war so krank damals einfach nur. Ja, Mann. Sau Gott und schlecht, ey. Rahmen. Ich nehme den Rahmen hier gut zurück. Okay, und neues Spiel. Ich lasse den Speed jetzt erst nochmal weg und dann drehen wir einfach den Ja. Speed hoch und ja. Aber finde ich gut, dass du auch jetzt Re-Up zum ersten Projekt machst. Muss einfach irgendwie sein, keine Ahnung. Ja, natürlich muss das sein. Ich weiß nicht, ich hab letztens schon so drüber nachgedacht, komm, machst mal so eine Neuauflage von Pokémon Rubin, so, was weiß ich, neues Team und alles sowas. Und dann kamst du mit deiner Idee zum Smaragd Re-Up. Ich dachte so, hey, das ist eigentlich ganz cool. Ja, Mann. Kann man Ich nicht. weiß nicht, mehr Erfahrung und alles und nicht mehr so schüchtern wie damals. Ja, genau, und da muss man einfach dieses epische Spiel von damals auch nochmal neu auflegen. Ja, Mann, das stimmt. Ich nenne mich jetzt einfach Takoro statt TK. Okay. Nee, nicht Takro. Takoko. Takoro, genau. Hast dich damals auch Takoro genannt, gell? Ich glaube ja. Ja, ich habe mich jetzt nur PD genannt. Okay, auch einmal auf zu gehen. Boah, ich bin aber gerade so müde geworden, Gehen Festival. ey. Gehen Festival! Komm später nach Wurzelheim. Ja, bla bla bla. Aber jetzt mal so blöd gefragt, gell? Ja. Hast du eigentlich schon ein Team? Nein. Also random. Na okay, doch ein Teammitglied habe ich schon. Das wird noch nicht verraten. Da habe ich dich ja letztens noch gefragt gehabt. Warte. Ah, genau, ja, genau, Genau. stimmt. So, und jetzt drehe ich den Speed schon mal hoch hier. Ja, Mann. So, weil dann dauert das ja alles nicht mehr ganz so lange. Ja, dieser epische Anfang, das ist so geil. Den kann man auch nie vergessen, wenn man irgendwann mal Pokémon Rubin gespielt hat. Und dann kommst du irgendwann mit Heart Gold und denkst du so, hey, warum hat man eigentlich keine Uhr mehr im Zimmer? Ja, gell? Stimmt, gell? Okay. Ich weiß nicht, diese Mashoks, die waren mir und sind mir immer noch irgendwie total unheimlich. Ich glaube, die rauben Ja, irgendwann ich das ganze finde die Haus auch aus. voll unsympathisch, weil ich fand die Mundtiere irgendwie besser, keine Ahnung. Ja, die waren in der Smaragd, ne? Ja, die sind in der Smaragd. Aber ich weiß nicht, die Mundtiere, die Farbe passt vom Kontrast her voll gut mit der Wand zusammen. Ah, so Innenarchitektmäßig oder was? Ja, Mann, ich glaube, die Mutter hat so ein leicht starkes Gefühl für Feng Shui. Oh ja. Nicht in der Rubin. Ach, nicht in der Rubine, meinst du in Smaragd? Ja, in Smaragd. Inwiefern hat die denn einen Tick für Feng Shui? Naja, in Rubin stellt die vor eine beige Wand lilane Mashoks hin. Und in Smaragd halt vor einer beigen Wand weiße Mundtiere. Und das sieht dann schon richtig geil aus. Stimmt, es gibt so einen richtig guten Effekt eigentlich. Nein, ich weiß, dass die Tochter oben ist, halt die Fresse. Hallo. Pokémon. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Da. Gecheckt. Oh Mann, Mike, ich kann dir sagen, was in deiner Tasche noch fehlt. Ein Tampon. Episch, Mann. Nimmst du eigentlich den Ingame-Sound auf? Ja, aber ich habe den einigermaßen leise gestellt. Also ich habe es zu deinem Sound angepasst. Ich glaube, du bist Lautstärke 15, der VBA ist auf Lautstärke 2. Ja, Mann. Aber selbst wenn, können wir es ja in den anderen Parts dann irgendwie besser machen. Ja, klar. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Kennst du den kleinen Clinch noch? Oh ja, ich weiß noch ganz genau, wo du gesagt hast, ja. Jetzt können wir dem vorbei. Vorher ging es nicht, weil uns noch dieser kleine Pisser nicht vorbeigelassen hätte. Ja, Mann. Als ob dieser kleine Pisser uns so aufhalten könnte. Ja, gell? Einfach ins Gebüsch schubsen und einen Zweig so in den Hals schieben. Boah. So, jetzt kommt natürlich mal wieder die epische Qual der Wahl. Welchen Starter nehmen wir? Irgendwie habe ich schon so überlegt, ein Hydropi wäre ganz cool. Aber Ja. dann habe ich überlegt, der Starter wird eh wahrscheinlich wieder wegkommen. Habe ich auch gerade überlegt. Ich wollte es eh fragen, ob den schmeißt du doch sowieso raus. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir doch. Ach komm, wir nehmen einfach Hydropi. Wird sowieso rausgekickt. Richtig.
Nice. Aber warte, ich überlege gerade, was können wir da ins Team nehmen? Eine Idee hätte ich ja schon, aber es dauert ein bisschen, bis das kommt. Sag's mir nach dem Part. Die ganzen Fans sollen noch nicht gespoilert werden. Richtig. Und natürlich werden die Pokémon-Rubin-Parts einigermaßen länger dauern als normale Parts. Ich mache die so um die 20 Minuten rum. Ja, Mann. Ist ganz cool, dann hat man nicht zu viel, nicht zu wenig. Es dauert für mich nicht so lange beim Hochladen und so eine Scheiße. Chillt. Gut, Chillt. Hydropi kommt eh weg, da können wir ihm irgend so einen beschissenen Spitznamen geben, ich weiß ja schon Und was. wie? Anus. Wir nennen es einfach nur Anus. Anus. Ja, Mann. Gonna stick my penis in your anus. Ich wollte es gerade sagen, I'm gonna stick my penis in your anus. What I said I can't. Apropos, warte mal gucken. Na gut, es hat ein lockeres Wesen. Ey, jetzt müsst's hart sein, oder? Nein, ist es eigentlich ab der vierten Gen ist hart gut, gell? Ab der vierten erst, genau. Was ist hier jetzt besser? Da wäre jetzt mäßig gut gewesen. Genau. So wie Man es bei meinem. verwechselt es immer, ey. Ich glaube, bei meinem Smaragd Ground Type Only Run war das. Da hatte ich ein mäßiges Hydropi. Glaube ich. Ehrlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ein Zickzacks. Nö, lass mich in Ruhe. I'm gonna stick my penis in your anus. Ist auch schlecht, wenn du weißt, du schmeißt den Starter eh raus, dann fragst du dich, wozu trainieren eigentlich? Ja, das ist es ja, aber du musst ihn einigermaßen trainieren, weil du jetzt. Michael Barschnüsse. Ja, genau. So, den Gratis-Trank. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Bug war. Es gab mal so einen Bug bei der Rubin, habe ich mal auf meiner Game Boy Advance Edition gemacht. Da musst du irgendwie warten, bis du die Top 4 gemacht hast. Und dann musst du diesen Typ von der komischen Seite ansprechen, wenn er halt noch hier unten steht. Und dann läuft er mit dir halt und dann steht ihr hier in dem Dach von dem Haus drinne. Das hast du, glaube ich, im Tower auch gesagt. Ja, habe ich das? Ja. Oh Gott, ich. Boah, Tower! Tower ist schon fast ein halbes Jahr her, wo wir angefangen hatten. Ich weiß es nicht Ja, mehr. Mann. Sauhart, ey. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und natürlich erste Grasbüschel und wildes Pokémon. War ja klar. Aber weißt du, was mich richtig aufregen würde? Hä? Wenn jetzt, bevor ich Pokébälle bekomme, so ein Shiny auftaucht. Oha, ey. Mal es nicht an die Wand. Ey. Ja, das wäre nicht gut, glaube ich. Nein, ich kann nicht abhauen. Lass mich in Ruhe. Wingal? Wingal aus. Dankeschön. Wie es eiskalt auf mich gehört hat, cool. Hallo Ist die Maike! Vorvorangst. Was ist denn bitte schon eine Vorvorangst? Naja, das war zum Beispiel bei mir mal so, als ich Spider-Man 2 auf der Xbox gezockt habe, gell? Ne? Immer wenn man, da gab es manchmal so Gegner, so in Häusern unten, aber manchmal waren auch so Gangster auf dem Dach von einem Haus, gell? Ne? Was wiederum saugeil war, wenn das Haus halt irgend so ein 20-stöckiges Ding war und du da einfach runtergeworfen hast und der ist verreckt, gell? Ah ja? Ich habe einmal dann auf der Map gesehen, dass da oben Gegner drauf sind. Das hat man ja gesehen. Ich kletterte dann das Haus dann hoch, bin noch an der Wand dran, habe gerade mal die Hälfte vom Haus geschafft und sehe nur so, da ist ja immer so ein Kreis über jedem Gegner drüber, gell? So ein Ausrufezeichen. Und ich sehe nur so, wie das Ausrufezeichen immer tiefer wird, gell? Und ich einfach nur Heldenpunkte bekomme, gell? Und dann habe ich meinem Kumpel halt gesagt, ja, das ist die Vorvorangst. So, die wissen, dass ich hochkomme und springen einfach schon runter. Ach so. Das ist die Angst vor der Angst quasi. Das Das ist heißt meistens quasi unkontrollierbar. Winkli Bunkel mit Vorahnung. Ja, genau. Okay. Die Was war das Angst denn? vor der Angst. Er hat's gerade so piep gemacht, war das bei dir? Nein. Irgendwas hat hier gerade piep gemacht. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Huch, bei mir piept's wohl. Bei mir im Kopf piept's. Immer diese schlechten Witze, ey. Oh ja. Hier, ihr Burger. Der Burger! Chrissy, das ist an dich gewandt. Extra für dich. Boah, danke, ey. Wie es mich gerade. Nee, das hat mich da so kaputt gemacht damals. Boah, richtig zerrissen hat's Kenny und mich. Der Burger! Yeah, Pokédex bekommen. Hier, Pokédex! Hier, Pokédex. Oh Gott, Alter. Das ist ja voll Dabei. genau wie ich Pokéball halten. Takoro steckt Pokéball in Balltasche. Okay, man kann es doch echt übertreiben. Scheiße, da geht richtig wenig, Mann. Ja, da geht nichts mehr. Da geht nichts. Warte, noch einmal, noch einmal.
Es musste sein, ey. Von der Frau kommt's am geilsten. Oh Gott. Na, aber warte. Die Mutter von Mike, wie sieht die nochmal aus? Das müsste ja dann im Prinzip, wenn man hier einen männlichen Charakter hat, auch die Mutter von männlichen Charakter sein. Sprich, die sieht im Anime genauso aus. Ja. Wie sah die nochmal aus, die Mutter von Maike? Ah, warte. So sah die aus. Ah, okay. I wanna stick my penis in her anus. So, jetzt überlege ich gerade. Was haben wir denn? Trank, Pokebälle. Ich mache jetzt einfach genau das, was ich in wirklich jedem Pokémon-Spiel mache. Und ich gehe jetzt erstmal ein paar Pokebälle kaufen. Ja, Mann. Ich habe so einen Tick, dass ich immer genau 10 Pokebälle am Anfang mit dabei haben muss. Und ich habe einfach keine Ahnung, wieso. C. Pokebellania ist es. So, 5 Gegengift. Ein Syndrom. Ein Syndrom. So, und jetzt haben wir schon wieder keine Kohle mehr. Sehr schön. C. Pokebellania. C. Pokebellania. Warte, ich habe das gerade doppelt gesagt, ne? Ja. Pokeballbalania. C. Pokeballbalania. Sau epic, Mann. Jetzt habe ich leider Gottes Pokewiki oder sowas nicht offen, zu wissen, was hier für Pokémon auf der Route noch kommen. Kann ich dir sagen. Ach ja, wir bashen jetzt erstmal diesen ersten Trainer hier. Oh. Der den äußerst komischsten Namen hat, und zwar Ansgar. Sau geil, Mann. Aber welche ganz ehrlich, ich bin... Was ein Fail von mir. Ich schreibe www.www-pokewiki.de. Oh, da geht so wenig gerade. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Welche Route bist du? Ich habe keine Ahnung, welche Route das ist. Moment, ich muss 102, den Kampf beenden. 102, glaube ich. Ja, 102 müsste eigentlich sein. Och, alter Zickzacks, hör auf mich an zu brüllen, du Missgeburt. Naja, da gibt's Rubin, gell? Mhm. Da gibt's wilde Pfiffchen, Zickzacks, Wampel, Loturzel. Samurzel, Trassler und Geweiher. Okay, Geweiher. Aber es ist. Warte, Geweiher ist aber Schwarm-Pokémon. 1%ige Chance. Boah, okay. Tschüss. Okay, jetzt überlege ich gerade. Eins der Pokémon würde mir schon ganz gut passen, aber ich habe keine Ahnung, ob das einigermaßen okay ist. Warum? Ich weiß nicht. Das Pokémon an sich ist schon cool, aber ob es es auch wirklich bringen wird in der Edition, ist die Frage. Ich glaube, ich weiß schon welches, aber ja. Was soll's? Lassen wir die Leute teilhaben. Ich rede von einem Tangulist. Von einem Tangulist, yeah. Oder an was hast du gerade gedacht? Du hast bestimmt an Gardevoir gedacht, oder? Nein, an Geweiher. Ah, ja gut, Maskeregen wäre auch ganz cool. Ja, ich hab's halt auch noch nie in irgendeinem Let's Play gesehen oder so. Deswegen. Ja, deswegen, das wäre ganz cool. Das Vieh kann doch als Fähigkeit, hat's doch Bedroher, ne? Oder halt Regengenuss. Ja, Bedroher. Ich guck Bedroher. Aber gerade mal. Weil Maskeregen. Guck dann gerade mal, ob das Vieh auch fliegen lernen kann, weil dann wäre das eine ziemlich coole Option eigentlich. Warte. Ein Wampel. Ja, es hat als Fähigkeit Bedroher. Okay. Wenn es jetzt noch fliegen lernen kann, ist es perfekt. Was es natürlich nicht kann. Boah, das war ja so klar. Kann Vogel aber Blitz erlernen, ne? Super, was will denn ein Maskeregen mit Blitz? Blenden. Vor allem, wie soll es diesen Blitz denn machen? Hat es eine Kamera dabei? Ja, gell? Kann ja gar nicht. Ein Samurzel. Gut, ich warte jetzt noch, bis so ein männliches Samurzel kommt. Aber nee, warte, Samurzel ist blöd zu trainieren am Anfang. Das kann doch nur Geduld. Ja, das stimmt. Müsste man einen EP-Teiler machen, ne? Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal unseren VM-Sklaven. Naja, mach doch so. Fang doch irgendwann einfach jetzt ein Teammitglied, was auf jeden Fall ins Team soll, gell? Ja. Und wenn du später dem Troy den Brief gebracht hast und so, dann gehst du nach Metaros, holst dir den EP-Teiler, holst dir einen Samurzel und tust einfach halb offscreen, halb onscreen trainieren mit dem EP-Teiler, bis es halt stark genug ist. Stimmt. Das ist dann auch kann man es nachholen halt. Okay, jetzt haben wir schon mal Zickzacks gefangen. Komm, warte, Knecht 6. Wieso Knecht 6? Weil mein letzter Knecht war Knecht 5, glaube ich. Ich mach's immer weiter. Ups, Knecht. Ja.
Ach schade, hier gibt es nicht so ein komisches Zeichen für Ding, für Nummer. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. So, Knecht 6. Okay, lass uns mal Knecht 6 angucken. Mild. Naja, das ist in der Edition eigentlich nicht gar nicht so schlecht. Ja. Aber wie ich einfach immer die vierte Gem gewohnt bin, ey. Ja, Da war deswegen. es ja richtig geil gemacht, da weißt du wenigstens. Ah, Feuerschlag ist eine physische Attacke, weil du den halt richtig in die Fresse boxt. Sag ich so, BÄM! Richtig schwimm! Oh, wie ich jetzt mit so einem Feuerschlag dem Samuzel in die Fresse hauen würde gern. Stick your fist in my anus. I. Und andersrum, stick my fist in your anus. Ach so. Lass meinen Anus nur. Pirsichbeeren. Oh, ich weiß noch damals, wie ich mit zwei oder drei Kumpels, da waren wir so im Pokeriegel waren, Oh ja, kenne ich auch noch. da haben wir bei diesem Bärenmeister auf diesem großen Feld, da haben wir immer zugepflanzt mit Himbeeren. Da haben wir halt immer so einen Wettbewerb gemacht, wer die am schnellsten bekommt, wer am meisten hat. Wir hatten, glaube ich, nach einer Woche, hatte der Beste, das war, glaube ich, ich, knappe 807, irgendwas mit 70 Himbeeren. Und Scheiße. die anderen haben halt andere Beeren und sowas genommen. Der eine hat irgendwie, was weiß ich, 500 Magostbeeren oder so gehabt. Und boah, Boah, scheiße, nee. das war einfach noch richtig böse. Ich weiß noch, wie damals, wo Rubin und Saphir rausgekommen sind, wo der Hype ja, jetzt ist er ja immer noch da, aber damals war es ja derbe, gell? Oh ja. Und ich weiß noch, als dann der Bärenmeister in Seegras Ulb City da war, wo man diese super geilen Bären so Level 50 machen konnte und so, gell? Ja. Sau, der Wahn ausgebrochen, immer auf den Tag gewartet, direkt hingegangen. Das war übel. Ich habe mir dann im Internet noch irgendwie durchgelesen, wie diese komischen Bärensprüche sind, dass du auch die meisten Bären bekommst, wenn du das gießt und sowas. Ja, Mann. So, wir haben uns ein Pfiffchen gefangen. Warum? Weil ich einfach mal gucken will, wie ein Pfiffchen so ist. Und irgendwas mit dunkel wollte ich das Fiene, also dark, irgendwas mit dark. Nenn's Dunkelhund. Dunkelhund. Ja. Gut. PD ist Chef, PD darf das sagen. Yeah. Dunkelhund. Das Passt. ist sau der epische Name und passt auch Passt. noch. Es passt perfekt. Wenn es jetzt noch ein episches Wesen hat, lache ich. Pfiffig. Pfiffig! Okay, das ist episch genug, glaube ich. Ja, das bleibt, das bleibt, das bleibt. Pfiffchen ist pfiffig. Ein Pfiffchen. Ja, Mann, oh, Trassler. Ach komm, und der Vollständigkeit halber holen wir uns auch noch einen Trassler. Nuss. Nicht. Saugeil. Es war so klar. Ich hoffe, das war das einzigste Trassler in diesem Gras und dieser dumme Heiko wird jetzt keins mehr bekommen. Ja, Mann. Hatten wir uns darüber Stell nicht auch dir mal irgendwie letztens vor, unterhalten gehabt? so Heiko. Ja, genau. Stell dir mal vor, der rennt dann so ins Gras. So, oh, ein wildes. Scheiße, doch kein wildes, Mann. Fuck. Das ist einfach so das Feld leer, gell? Ein wildes Ding, nichts. Oh Mann. Weißt du, was mir bei Pfiffchen gerade wieder aufgefallen ist? Was mich so geflasht hat damals schon immer? Die Krampfader am Arsch, Die Mann. Krampfader. Oh, das hat mich damals richtig zerrissen. Die Gibt's euch denn noch? Krampfader. Hey, oh, alter Knecht 6 hat ein Nugget gefunden. Alter, wie bei meinem Mauzi bei Feuerrot. Mit dem Sonderbonbon und dem Nugget. Alter, ich finde das so geil, dass sie es ab Smaragd erst geändert haben, was die Viecher auf was im Level finden und sowas. Ja. Weil bei Rubin, Saphir und ich glaube Feuerrot, Blattgrün noch, da konnten die ja wirklich auf jedem Level alles finden. Das heißt, du hast ein Level 2er Mauzi mitgenommen, das konnte dir Sonderbonbons und AP Plus, AP Top und sowas finden. Ja, Mann. Und dann ab Smaragd haben sie es einfach verkackt damit. Gut. Saugeil. Dann trainieren wir doch mal ein bisschen Dunkelhund. Boah, ein Warum? übel starkes Wampel. Dunkelhund, Ich ey. weiß Ich nicht, sehe es jetzt irgendwie. schon, wenn es Magnein Level 50 ist, ey. Dunkelhund. Irgendwie freue ich mich mit dem Namen jetzt schon an. Das klingt Ja, Mann, ich irgendwie auch, ey. total lustig. Alter, lass das Vieh mal bitte im Team. Auf jeden Magnein ist Fall. eigentlich sau chillig, wenn man so sieht. Könnte Ja. eigentlich dann auch der siebten Arena voll helfen, gell? Siebte. Ah, genau, ja, siebte Arena. Doch, 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 ja, da hast du recht. Dunkelhund. Aber weißt du, was mir Kopfwert am zum besten gefällt bei Noob. dem Vieh? Hä? Du siehst, wenn du es von hinten im Kampf einsetzt, die Stressader nicht.
Ja, weil es auf der anderen Seite ist. Richtig. Vielleicht färbt er ja mit seinem linken Hinterbein und hat deswegen die Krampfader nur links. Ja, wieso sollte ein Hund mit dem Hinter... Ach, ich frag einfach gar nicht. Ich frag einfach gar nicht. Ja, frag einfach nicht nach. Los, Dunkelhund! Tackle-Attacke. Wieso halten diese Wurmblinds so viel aus? Keine Ahnung. Der ihre Nase sieht ja aus wie eine Arschbacke. Ja. Also für mich hat's eher was von Camel Toe. Ja. Aber Aber Arschbacke gut. geht. Boah, ich sag nur die Überwurmel bei dir im Tower. Hyperstrahl und so, ne? Vom Tyler, ey, sau geil, Mann. Ich glaube, ich Mein gehe demnächst mal wieder in Hauer. Freund, da ging nichts mehr. Da ging absolut null. Was konnte das warum? Ich glaube, Hyperstrahl, Tagedieb. Was? Tagedieb konnte das auch? Ich glaube schon, ja, nur du hast, glaube ich, halt dann besiegt. Weil du hast ja Okay. dann. Ich glaube, es hat dich nur mit Hyperstrahl dann gebasht, dann hast du es, glaube ich, gebasht und ja. Lol. Oh Mann, oh Mann. Einzig Zachs. Verpiss dich, wir haben Knecht 6 schon. Knecht 6 hat seinen Job bis jetzt gut gemacht. Ja, Ger sammelt schön Items eigentlich. Apropos, Erinnert mich Knecht? dran, mit so drei Pokémon, wie als wir Kenny und ich Black und White geholt haben, wie er White einfach nur mit drei Pokémon durchgezockt hat. Was? Was hat er da im Team gehabt? Brocolos, Hm? Zapyroyal und boah, keine Ahnung. Am Ende glaube ich irgendein Legi. Ich weiß gar nicht. Okay. Aber irgendwie hatte der keinen Bock auf den Rest. Los, Dunkelhund! Dunkelhund, ey. Sau episch der Name. Dunkelhund. Wieso? Oberschenkelmuskel. Wieso wollte ich das Ding erst Bulldog nennen? Bulldog. Vielleicht, Also, weil es nicht so aussieht. prinzipiell hätten wir das hier auch Dark Dog nennen können. Ja, aber Dark Dog ist so. Ja. So wird's jeder nennen. Boah, was wir gerade mal für Lags hier irgendwie haben. Ja? Also ganz kurz war es eben nur. Was so? Oh, Dunkelhund ist kurz vorm Sterben. Go, Oh, Anus. Anus. Stick your penis in his anus. Give him pain in his anus. Pain in his anus. Und wie Anus einfach nur den Kampf schnell beendet. Ah ja, locker. Einfach Gut. die zusammengeballte Faust ins Rektum von unten. Und das Loturzel. Wieso Loturzel? Loturzel. Ach so, das war ein Zickzack. Gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Mit diesen weisen Worten von Petey beenden wir den ersten Part von Pokémon Rubin Re-Up. Ich hoffe, es wurde nicht zu krank in Sachen Anus und Rektum und Penis und sowas, ihr wisst schon. Rektalthermometer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part zu Let's Play Pokémon Rubin Re-Up mit Petey Spinarrow. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Bleibt einfach nur palmisch.